Der Bau des Bezirkspflegeheimes in Krieglach schreitet zügig voran. Davon konnte man sich bei der vor kurzem stattfindenden Gleichenfeier überzeugen. Wer baut, glaubt an die Zukunft, waren die einleitenden Worte der Frau Bürgermeister Regina Schrittwieser. Eigentlich muss ich sagen, ist das ganz ein erfreulicher Tag. Nicht nur, dass die Sonne heute in Krieglach scheint, sondern dass wir schon gemeinsam Gleichenfeier feiern dürfen von unserem neuen Bezirkspflegeheim. Wenn man daran denkt, dass wir vor 3 Monaten bei der Spatenstichfeier da waren und vor 4 Monaten, eigentlich ganz genau am 19. Mai, der Bau da begonnen hat und sagt, 4 Monate später ist der Rohbau fertig und wir machen miteinander mit den Bauleuten, die da wirklich Gewaltiges geleistet haben, die gleichen Feier, dann kann ich nur Danke sagen und muss einfach sagen, für die ganze Krieglacher Bevölkerung, weil man kann sich jetzt schon ein bisschen vorstellen, wie das Gebäude ausschaut, wie die Zimmer ausschauen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und ich sage einfach, es ist so wie die Sonne, ein Freudentag für Krieglach. Das neue Heim ist mit über 80 Betten bedeutend größer, eine Herausforderung für den Bauherrn. Herausforderung war auf der einen Seite, sage ich mal, die schmale Zufahrt und das beengte Grundstück, wo man im Prinzip relativ großes, aber kompaktes Gebäude in einer sehr kurzen Zeit, sage ich mal, errichten musste. Für den Obmann Gerhard Weber vom Sozialhilfeverband Bruckmürz-Zuschlag ist diese Gleichenfeier von besonderer Bedeutung, denn die Einhaltung des Zeitplans lässt den Schluss zu, im Herbst 2015 einziehen zu können. Ich glaube, das ist eine enorme Leistung, dass hier unsere und die Mitarbeiter der verschiedenen Firmen hier getätigt haben. Denn wenn man denkt, es sind 4 Monate her, dass wir begonnen haben, die Bodenplatten zu betonieren. Es hat vor 3 Monaten einen Spatenstich gegeben und heute steht eigentlich der Rohbau fix fertig da. Und ich glaube, das ist eine tolle Leistung, vor allem bei diesem Wetter, was es heuer gegeben hat, bei unserem wunderschönen Sommer. Wie viel Geld wird hier in die Hand genommen? Wir werden circa in der Interausbaustufe ca. 9,2 Millionen Euro hier investieren. Das ist einer der 3 Riesenprojekte, die wir eben im Sozialverband haben. Insgesamt investieren wir hier pro Zuschlag 30 Millionen Euro. Trotz der Größe wird es dennoch sehr heimelig. Und man freut sich schon, die Bewohner, die derzeit im Kindberger Landespflegeheim untergebracht sind, wieder heimzuholen.